gewonnen in den Tag letztes Schuljahr pünktlich 16.30 Uhr und meine WinterFIT steht an. Für alle, die das erste Mal auf diesem Kanal dabei sind, bei der WinterFIT habe ich mir persönlich verschiedene Wintersportarten ausgesucht und heute unter anderem auch Skeleton, ja, die nordische Kombination und noch so ein paar Highlights, Curling. Lasst euch mal überraschen. Was ich immer innerhalb diesem Exercise mache, zwei Cardio-Exercises mit 30 Sekunden, gepaart mit zwei Kraft-Exercises, auch angepasst an die Sportart mit 30 Sekunden. Das ist ein Durchgang und diesen Durchgang wiederholen wir insgesamt dreimal. Sprich, ihr habt einen absoluten Fat-Burner, das heißt nach dem Wadenzappeln, ihr kommt relativ schnell auf Touren nach dem Anschwitzen. Und da bleiben wir auch, bis wir ganz am Ende wieder gemeinsam unser Cooldown haben. Ja? Jetzt lasst uns gemeinsam starten. Für alle, die aus dem Homeoffice jetzt sich die Zeit rausgenommen haben oder von der Arbeit angekommen sind, herzlich willkommen. Für die, die mich auch nicht kennen, ich bin die Sue. Laura, falls du dich zugeschaltet hast, schön, dass du dich gemeldet hast. Und der Rest schreibt uns wie immer obligatorisch am Anfang. Passt die Musik, passt das Mikro, wer ist alles da, ja? So, die Smileys. Füße breit, Oberkörper aufrichten und erstmal die Brust, Schulter nach hinten, gleiten, Zeit lassen. Hoch und rück, bis einem ausatmen lassen. Sehr schön, ne? Rückreisen und schön locker. So, ab jetzt gibt es Speed und Tempo. Community, auf geht's. Ja, ruhig ein bisschen Handgelenke mit dazu nehmen. Ja, das ist unser neuer Appetizer. Das ist quasi der Übergang. Es gibt heute Push-Ups. Mach mit mir den Rücken rund und lang. Und für die Push-Up-Community, die Push-Up-Challenge, wird auch relativ schnell im ersten Modul kommen. Bei Curling. Richtig dich auf. So, jetzt musst du mal bewusst dich von einer Seite zur anderen Seite mit mir zu drehen. Deine Beine fest, stabil. Ja, schön locker und flockig. Und jetzt streck dich mit mir nach oben. Mach dich in die Länge. Einige Sprünge auch dabei, einige Laufbewegung. Demzufolge Sprunggelenk aktivieren. Sehr schön. Super. Toll, nimm mal die Fersen zum Po. Ja, Katja schreibt endlich live. Schön, dass du es geschafft hast. Heute mit mir. 16.30 Uhr. Bitte, bitte. Dafür habe ich den Pulli heute schon an. Lasst uns drehen. Auf der Weite hat sich wieder die Zeit rausgenommen. Super, ihr Lieben. Und meine Assistenten, heute sind wir, haben immer ganz schön was zu tun. Um mir die Namen reinzuwerfen. Einatmen. Rücken rund, ausatmen. Aufrichten. Unten. Und Laura hat schon geschrieben, go to. Ja. Ab die Form zocken hier. Aufrichten. Rücken rund mit dir. Aufziehen. Sprung, Gelenke sind fest, aber Handgelenke vorbereiten. Super, ihr Lieben. Gut, wir gehen als erstes ins Curling. Ja? Das erste Exercise ist der
Halte durch. 15 Sekunden noch. Komm, 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 komm. Da kannst du jetzt auch mal den Fokus nach unten legen. Ja? Wir treffen uns eh gleich hoch. Ready? 4, 3, komm runter. Push-up, Jan. Deine Push-up. Wie schaut's aus, Maike? Einatmen, ausatmen. Schnelligkeit. Anpassen, was du brauchst. Vielleicht auch ein bisschen langsam. 15 Sekunden noch. Atmen, mal in den Gang. Brust frei. Auf die Fingerspitzen. Achtung. Und komm hoch. Und los geht's, ihr Lieben. Drehen. Jetzt. Schön über die Taille. Und was super wäre, wenn ihr nicht so wie ich gerade eben, ich hoffe, ihr habt es gesehen, wieder auf den Popo gefallen. 15 Sekunden noch, ja? Sogenannte Schwerkraft. 8, 7, ja, kommt davon, wenn der Körper nicht stabilisiert ist. Fällt der sexy Popo auf den Platz. Ihr seid schon in der Einflugschleife, zweite Runde Atem dran. Jetzt legen. Nach jeder zweiten Runde kommt Runde Nummer 3. Ja, 2 Minuten am Stück, 15 Sekunden hochzahlen. So. Deep, deep, 4, 3, 2. Oberkörper bewusst in den ersten 2 Curling. Ja, das sind die mit den Besen. Diese an der Stelle, liebe Grüße. Ganz weit unten, ein bisschen klein machen, genau ausjustieren, wo dieses etwas hin soll. Achtung, 4, 3, jetzt schnelle Beine. Komm, komm, komm. Auch hier, Körper, Kern, rund. Schnelle Beine, Kürbis. Oberkörper, lass ich oft ja aufgerichtet, diesmal einrollen. 15 Sekunden und dann zur dritten Runde Push-Ups in Diamant-Style. Ja, Diamanten. Gut. In 3, in 2, ihr macht euch auf den Weg. Community. Körper hoch, komm runter. Komm, 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 komm. Auf geht's. Gymnastik schwanger. Brust runter, Köpfe runter. Körper Mittelteil runter. Keine Doktorone erlaubt bei Push-Up. Alles wie ein Brett. Runter und rauf. Für 8 Wiederholungen. Weiter, weiter, weiter. Und natürlich mache ich auch die Kraft-Exercise Oberkörper, Unterkörper. Achtung, ihr Lieben. Turn it, turn it, turn it. Hips up. Drehen und tief und hoch. Volle Stabilität. Wie schaut es aus bei euch? Schwitzfaktor ist da. Deine letzten 12 Sekunden. Und wenn wir dreimal dieses Ganze durchhaben, kommt der Gong, heißt eine Sportart im Kasten. Sozusagen, der Sack zumacht, damit wir die Einrunde. So, ihr Lieben, hier, hören. Ich habe nochmal gehört. Nummer 2 ist heute das Eishockey. Eishockey. Und zwar brauche ich dann den Skater allerdings weit oben, das heißt die Beinrückseite noch ein bisschen rausreißen. Dazu nehme ich mein Liebling, habe ich letzte Woche nicht, habe ihn heute wieder rausgeholt. Jump front, running back. Und dann, schau mal, erkennt ihr ihn schon? Thank you.
auch schön. Arbeit. 15 Sekunden noch. Und dann treffen wir uns im Elefanti. Beim Elefanti nicht ganz aufrichten. Deshalb gehe ich kurz seitlich. Komm runter, ihr Lieben. Jetzt. Auf geht's. Elefanti tief. Ist ein kleiner Elefant. Ein junger Elefant. Baby-Elefant. Aus den Beinen raus. 15 Sekunden noch und dann in die Rücklage. Alles heißt, ihr habt gebremst, sinkt dann ein bisschen, bevor wir sie wieder losschieben. So, ihr Lieben, Achtung, drei, Rücklage. Popo, hoch, ab. Meine sogenannte Ischiobrücke, meine Handinnenseite zur Decke nach oben, hoch anspannen. Beine weit weg für 12 Sekunden. Und dann ist der erste Satz, um dich in die Bewegung reinzufinden, schon gemeinsam geschafft. Ihr seid toll. Wenn es rein, komm hoch. Weg. Gut. Alles klar? Okay. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich alles heute vorlese, was ich so hier an der Tafel schreibe. Da brauche ich ein bisschen Puste. So, ihr Lieben, skate auf Füße hoch. Ihr lauft nochmal richtig schön, die gesunden
Session. Burpees stehen auf meinen Zellen. Zu lustig. Springen, Bauchklatscher wieder zurück. Übung 1. Übung 2. Scissors Ski Langlauf. Ich glaube mal, dann möchte ich die haben, weil ich habe leider noch ein paar andere. Und die Beine dann nach hinten schießt. Dann haben wir den Plank. Schaut mal. Und zwar gebt ihr mir im Wechsel eure Hände zu eurer eigenen Hüfte. Und dazu kommen die Kniebeuge breit. Schaut mal. Kurz gucken, neues Exercise. Hier. Ihr bleibt relativ tief, das ist gar nicht so viel. Da geht es nur um die Hüftöffnung, Außen- und Innenrotation. Ja? Weniger ist manchmal mehr. Gut. Community, seid ihr da für Burpees? Schreibt mir. Freut euch. Come on. Auf geht's. 30 Sekunden Burpees. Mit Ablegen, mit Sprung, ohne Sprung. Schneller, langsamer. Weil du kannst doch einfach entscheiden, was möglich ist. Ja? Die Jungs manchmal noch einen Push-Up dazwischen, die Girls sind einfach froh, wenn sie runter und aufkommen. Und bist bereits gleich in deiner nächsten Exercise für 8, wir treffen uns um 6. Ja? Working Jump. So, ihr Lieben, kommt zu mir. Schienala. Oberkörper leicht nach vorne. Tiefes Atmen und für den Exercise dann geht es in den Plank-Nacken mit den Hüft-Touches. Letzten 8. Schönes Fettburn. Wie schaut es aus mit eurem Schweiß? Ja? Die letzten 4. Lange Beine. Bleibt bei mir. Achtung, Runde mit euch jetzt. Hip-Touches. Index. Dein Tempo. Du berührst deine eigene Hüfte. Schöne Hip-Touches. Nächste Seite. Gib mir nochmal deine letzten 8. Und dann musst du schnell, also müssen. Ich wünsche mir, dass du schnell mit mir oben bist. Hände an die Schläfen. All in legs. Achtung hoch mit euch. Innen. Und wenn du rauskommst, wieder starten. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber auch nur, weil es so ein kleines Exercise ist. Wenig Muskulatur im Einsatz. Mehr hier. Bremse. Okay, sehr gut. Alles gut? Nordische Kombination. Unser erster Durchgang. Im Kasten. Nummer 2 in der Vorbereitung. Burpees, come on team. Auf geht's. Ja, alles gut? Ja, super.
Abendessen. Immer weiter tun. So, ihr Lieben, kleine Sisters, lange weiter. Ja, ich bin so eine Taktmaus und auch Tanzmaus genannt. Ganz groß, ganz lang. Du kannst aber genauso gut auch außerhalb des Speedes der Musik laufen und einfach Speed gehen. Wer sagt, ne? Laufen geht nicht, wenn ich im 20. Stock im Penthouse gerade Sport mache. Nur von Gott zu nachts. Von der Plank. Ab nach unten, Community. Hip-Touches. Beine ein bisschen breiter, etwas leichter. Körper anspannen. Körper Mittelpunkt. Schließen. Einsaugen. Ja? Wichtig. Schultern rausdrücken. Stolz sein in der Position. Und dann gibt es unsere Tanzübung gleich nochmal. Die Außen- und Innenrotatoren in der Hüfte. Hoppen euch! Aber könnt ihr mir mal ein Video schicken? Aber nicht von mir! Nicht, dass ihr die Kameras aufhaltet und mich abfilmt, der Mixer. Von euch natürlich. Das wäre ja doch ganz lustig. Guck mal, so, ich habe jetzt ein Video geschickt. Bleiben Sie rein! Springpause, ihr Lieben. Spielzelle Pause, Springpause. Ich sage, nur das Beste für die Gäste.
strikt und lauter Weiß durch diesen Satz her. Jawohl, guck. Fokussiere dich. Ziehe deine Arme, deine Sprinterarms und gib dir nochmal 15 Sekunden. Fat Burning, Fat Burning, Fat Burning. Hoch die Herzfrequenz, umhalten. Danach gibt es 13 Minuten, aber erst nur noch ein paar Minuten aus. Cross Back Sweep. Erste Seite. 5. Ja? Deshalb, wenn ich mich auf die Matte stelle, ein bisschen anspruchsvoll. Ihr habt noch 15 Sekunden und erst dann wird das zweite Bein gewechselt. Haltet durch, wie schaut es bei euch draußen aus? Auch langsam schon so ein bisschen Muskelermüdung. Ready, ihr Lieben. Füßchen 2, 5. Dreh dich. Ach, immer wieder dieses Hin und Her schauen. Hin und Her schauen. Hin und her schauen. Oder rechts und links schauen. Das ist ja ein bisschen abhängig, was du für dich brauchst. Letzten 8, 8. Und jetzt seid ihr bestimmt schon traurig. Die zweite Runde ist schon geschafft. Nur noch ein fürs Rennen. Roll. Bremse rein. Komm hoch. Ah, denn ohne die Bauch schnelle Beine. Bevor sie draufspringen. Auf den Kopf. Auf den Kopf fallen. Auf den Boden schützen. Los geht's. Hey, komm. Lauf, dass das heute wird. Letzten rein links. Zieh hoch. Spann dich an. Versuche mit deinen Knien, deine Hände, die flach sind. Die treffen. 10 Sekunden noch. Give it to me. Yeah. Das ist doch für euch Kindergeburtstag. 8, 7, 6, 5, 4, 3, eben schnell rein. Quick. In quick steps hier. Aktives Atmen, schnelle Schuhbeine, Rückzug und halte noch für genau 10 Sekunden durch. Abhalte deshalb so flexibel. Möchtest gern bewegt. Bist du bereit für deine Cross-Back-Runde? Erstes Bein, 4, 3, komm und los. Stärke, Stabilität, damit der Oberkörper auf einem schönen, starken Fundament aufsetzt. Und da geht es nicht um fleischige Masse, sondern um Stabilität. Beine tausch! Hat sie nicht schon fleischige Masse genannt? Nein, hat sie nicht. Ihr hört doch sowieso nicht zu, was ich zwischendrin sage. Das ist auch gut so. Nur die Übungsausführungen, die sind wichtig. Okay, ab nach Hause, ihr Lieben. 10 Sekunden. Und ich spiele schon mal. Durchhalten. Der Gong wird gleich eingesetzt. Ja. Immer noch. 4, 3, Community. Weg, Trinkpause. Schweißwischpause. Seeschala für uns beide. Für alle anderen was trinken. Wir waren ja gerade bei den Rennboden. Da sitzt man ja quasi so im Schlitten und man zieht die Bar, die Füße voraus. Jetzt gehen wir in den Gegenspieler rein. Das ist das sogenannte Skeleton, habe ich schon mal gesagt. Da bist du mit dem Kopf voraus im Schlitten. Ja? Nein, wir springen jetzt nicht mit dem Kopf auf die Matte und klappen unten durch. Habe ich mir kurz überlegt, aber ich lasse euch kurz in Ruhe. Wisst ihr, was wir machen? Guck mal ganz kurz. Ein Bein und ihr seid relativ tief, weil ihr springt ja in den Schlitten rein. Der Spider-Man Jump oder Spider-Man Step. In Kombination, viermal dribbeln, springen. Theoretisch wäre das Springen in den Schlitten rein. Ja, theoretisch. Gut. Ah. Und der sogenannte Skeleton Jumper, Face Jumper, guckt man von hier aus
geht es nach oben, tief, hoch, tief. Und dann, ich weiß, ich habe ein bisschen mehr Zeit euch gebraucht, gebt ihr mir noch den Seestern. So, ihr Lieben, ab nach unten. Spider-Man steps in jumps. Go! Komm, 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 komm. Und wer nicht springt, setzt einen Fuß nach vorn, einen Fuß nach hinten. Springen heißt anspruchsvoll trainieren. In deinem Level für genau noch 15 Sekunden, und dann öffnen wir uns wieder oben. Uns ist wichtig, dass du wirklich dein Level machst. Vier noch. Drei noch. Ja? Zwei noch. Komm hoch zu mir. Lauf. Sprung. Viermal drücken und spring. Und du kannst auch hier springen. Zack. Nimm nochmal 15 Sekunden. Das ist bei mir der sogenannte Vierer-Tripling und einen Jump. Ja, halte durch und ich schaue schon mal rüber. Ich brauche dich jetzt unten. Komm runter. Fersen zusammen. Ab. Ab. Zieh mal bewusst deine Beine leicht nach außen. Drück die Fersen zusammen. Spann den Popo an. Und nicht nochmal. Acht Wiederholungen. Bevor du danach den Seestern anziehst. Genieß die Ruhe am Boden. Vier noch. Drei noch. Seh schon mal mit dem Seestern bei dir. Come on, vermögen sie alle. Hoch. Auf geht's. Hoch. Die vordere Kette. Anspannen. Hin. Leicht zur Brust. Hochdrücken. Einmal ablegen und einmal wieder alles anspannen. Für 15 Sekunden noch. Bin mir manchmal nicht sicher, ist es anspruchsvoll, die ganze Zeit mitzutrainieren, nicht zu reden oder zu wenig trainieren und Pause zu machen. Ich glaube, beides. Ab nach oben. Gut. Alles gut? Skeleton? Ja, ihr Lieben? Spider-Man? Come on. Ab nach unten. Community, ja? Dein Wechsel. Mit Sprung oder nur Steps. Oder mit ganz anderer Übung. Für die letzten 8. Für die letzten 7, 6, 5. Ich hole euch oben ab. 4, 3. Community. Ich merke, heute Morgen unsere Slider fehlt nicht mehr.
ihr heute Morgen schon trainiert habt, hat ganz viel den Fokus vorgehabt. Deshalb merke ich da auch bei jeder Bewegung, na oder, da möchte ich mal wissen, wie es euch geht. Ab nach unten. Runnings and jumps. Ja, auf der Matte ist ein bisschen ruhiger. Zack, zack, zack. Das ist dein Cue. 15 Sekunden noch. Weiter, 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 weiter. Ich lasse euch hier nicht weg. Danach der Base-Jumper, dann die C-Stern-Variation. Ab nach unten, ihr Lieben. Fabian, come on, Community. Ab. Nach jedem dritten Exercise weißt du, diese Übung, dieses Wintersportart kommt nicht mehr wieder. Das ist der Willkommen. Gut. Falls ihr jemanden kennt, der den Sport gerne vermacht, könnt ihr gerne meine Übungen mal zeigen. So, der Seestern hier. Seestern, auf geht's. Komm, 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 komm. Ich muss kurz was trinken und schon mal rüberspringen. Sophia hat eher die Flunder gerade hinter der Kamera gemacht, wie den Seestern. So, die letzten acht. Irgendwann zeige ich euch mal so ein Selfie, wie es bei uns hier ausschaut. Ja? Aber nicht heute. Mein Handy ist bei der Musik. Vier, drei, lass mich, bremse, hier. Der kommt. Habe ich extra ins Bild gestellt. Meine Liebe, wie geht's euch da draußen? Alles gut? Ja? Schieb vorne. Ja. Boah, es gibt ein paar Menschen, die sagen, du sollst nicht singen. Okay, aber twisten. Ja? Twisten, enge Beine. In Kombination mit, schau mal, geöffnete Beine. Touch head, touch jump. Parallel Bio. Das heißt, wir haben immer wieder eine kleine Abfahrtshocke. Genau. Und das war mein Übergang. Ihr haltet 30 Sekunden die Abfahrtshocke und die anderen 30 Sekunden federt ihr unten. Ja, bis du des Wahnsinns. Eine Minute Abfahrtshocke. Ja, easy. Füße locker. 15 Sekunden zum Start. Und übrigens könnt ihr uns Workouts auch mehrfach turnen, ja? Nicht, dass ihr denkt, oh, nur einmal, einmal ist fünfmal. Fünf, sechs, G-Form. Go! Vier, kleine Twist, Po-Anspannung. Und die schnelle Kraft verdrehen. Hinher, hinher. Oberkörper mit Twist. Sehr gut. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Halte durch. Dein Exercise, Cardio Exercise beim Skifahren 1. Parallel Flügel. Ihr Lieben, Augen zur Kamera. Yeah.
3, 2, 1, aufhören. Feedback zu meiner 1 Minuten Kniebeuge. Findet ihr toll, oder? Hat man auch eine weniger Variante. Gut, ich schwer für wieder zu weit. Schieb ihn. Und genießt bei der Übung, dass eure Beine relativ gestreckt sind und dass ihr ganz locker hin und her schwebt. Schöne Abfahrtsrolle oder der Einkehrsprung zur Mittelstation. Ja? Also wie ihr merkt, auf dem Berg war ich schon mal oben. Kommt auch ganz gut runter. In die Parallelblühung. Auf geht's. Lauri, wie schaut's aus? Alles gut? Yeah! Sophia ist der Meinung, dass ich mein Popo tiefer machen soll, gell? Nächster, letzte 8. Wann mache ich mein Popo tief mit euch? Genau dann, wenn es in die Abfahrtsrolle geht. Mental drauf einstellen. Vor 3 Minuten. Und 8. Schau mal tief und Arm hoch. Ja, so denkt man. Die Dinge, die Sie bei mir trainieren, das sind nicht Arm hoch. Arme lang, Arm hoch. Ja, das Bild mit meinem Schweißfleck ist hier super optimal. Das braucht auch nichts. Lauche. Yeah, yeah, yeah. So, alternativ, ihr wisst, Schulter entspannen wurde hier. Die pulsieren hinten dran. Ready? 4, 3, bounce it. 30 Seconds. Und das könnt ihr jetzt in eurer Muskulatur so Hallöchen sagen. Oder auch Aua. Die letzten 8. Alle fortgeschritten 2 cm tiefer. Und Oberkörper hoch. Er heißt Oberkörper. Achtung, lasst brennen, lasst brennen. Jetzt brennen. Zweite Runde im Kasten, also nur noch eine. Ha? Skifahren klassisch. Abfahrtshock. Hamel, Hamel kann. So, aber erstmal wedeln. Locker. Schön easy. Hoppala. Dein Skiwedeln. Normalerweise strahlender Sonnenschein, Sonnenbrille, Sonnencreme auf der Haut. Und schön locker. Du hast ein richtig gutes Gefühl. Vielleicht bist du auch morgens eher mit die erste auf der Piste und ziehst deine Spuren. Jawohl, parallel Führung. Komm on. Auf geht's. Komm. Bei den Skifahr-Exercises habe ich wirklich Fokus für die Oberschenkelmuskulatur, für die Po-Muskulatur. Diane, du, Diane sagt schon, Diffner, ouch, bist du auf die Nase gefallen? Bremse rein und durch. Das ouch war gemeint von wenn man merkt, die Beine, gell? Ja, 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 gut. Nicht in den Zaun reingefahren. Gut, in die 15 Sekunden. Ich würde die Bouncer, die gleich kommen, euch mal bitten, dass ihr die Augen schließt. Ich habe euch schon zweimal gewinnt, ja? So, das sind ja ganz neue Worte. Geht back unten. Close your eyes. Then bounce. Spüre noch tiefer. Zieh deine Schulter mehr zurück. Richte dich noch mehr auf. Das sind deine letzten Bouncer. Achtung, noch 8. Noch 7, 6, 5, nochmal spüren, Schulter zusammenziehen, Brustbein zu mir nach vorne zur Kamera. Du kriegst jetzt deine Pause. Bremse! Gut. Hier nehmen wir noch einen Schluck, hier nehmen wir einen Schluck. Wir haben schon ganz schön viel geschafft. Nichtsdestotrotz. 10 vormal, ein Exercise geht noch. Eine Sportart. Und ich habe mir nochmal das Snowbiking rausgesucht.
könnt ihr immer locker am Platz marschieren oder einfach nur die Arme ein bisschen ausschütteln. Ja? Gut. Übung 2 bei Cardio auf Augen in. Übung 1 ist der sogenannte Tripling auf, am Platz, auf die Hüfte dazu. Ja, die Hüfte hoch ein bisschen. Gut, Standfahrt, Vorderhand, da weiter wir jetzt wirklich mit. Ganz am Ende, Standwaage tief, hoppala, Standwaage hoch, Standwaage tief. Und Waage, ja, guck mal, das ist deiner Sturzflug. Nee, Waage, ja. Wenn du nicht ganz so tief kommst, wie ich als alte Turnerin, der junge Turnerin, ist auch nicht so gut, ja. So, ich wäre soweit, Tripling. Ready? 1, 2, 3. Hüfte, schön. Komm. Alle lockere Beine. Schönes Kreisen. Hüfte, ohne Knick. Bleib bei mir, zieh. Das heißt, du bist relativ oben, wie so ein Spitzentänzer. Und jetzt machen wir das Gegenteil. Out, out, in, in. Auf geht's. Schnell weiter. Fokus. Blick leicht nach vorn. Die Arme. Locker. Arme. Bicycle. Ja. Sehr schön. Komm, 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 komm. Ich habe jetzt ruhiges Exercise und schnelles Exercise. Erster Bein. Standwaage. Ausbalancieren. Exercises, Stabilität, Sprung.
in einem anderen Land. Komm, los geht's. Auf geht's. Ruck zu. Hier. Es hilft nichts, wir schaffen das jetzt gemeinsam. Stay healthy and fit, 2.0. Gas geben. Jetzt lauf nur mal so schnell du kannst und fordere deine Balance raus mit den ersten Beinen. Jetzt hier liegen. Come on, Community. Runter mit euch. Hoch. Länge geben. Tief geben. Wenn die Fingerspitzen nicht tippen, kein Thema. Aufrichten. Tief. Haltet durch. 15 Sekunden noch zum Beinwechsel. Dann nur noch das andere Bein. Und dann nichts mehr. Hochschlagen. Beinwechsel, jetzt. Und ich will es schon mal sagen, ihr Lieben. Streicht euch im Kalender. Den ersten Advent, den Sonntag, den 29.11. Rot an. 15 Sekunden noch. Weil auch da haben wir wieder ein Highlight für euch vorbereitet. Susan verrät nichts, außer einschalten und mitmachen. Merci, ihr Lieben! Ist schon fast Karneval bei dir hier im Raum, ja? So, ihr Lieben, cool down. Ich mache mich mal kurz vom Acker. Ich komme wieder, ohne die Sophia überlegen. So bin ich jetzt, das wäre auch mal lustig, ne? So. Okay, ihr Lieben. Ihr habt so tapfer mitgemacht. Und ihr streckt euch jetzt noch einmal nach oben und schiebt die Hüfte zu mir nach vorne. Ihr könnt dabei auch so ein Stück hin und her wechseln. Für alle, die heute Abend noch weiter turnen, meine liebe Kollegin, die Doro wird mit euch weiter turnen. Oh. Und morgen früh haben wir unsere tolle Kollegin, die Mel, vor der Kamera. Mel turnt auch immer hinter der Kamera ganz fleißig mit. Eine Kollegin, die uns hier in einem Body and Soul Center unterstützt. Hat auch ihre Fanbase. Das hört mich ganz oft. Und morgen ist sie für euch Early Bird da. Ja, auch gar nicht zu fragen, was ich dann morgen mache. Ja. Mein Handy ist ausgeschaltet. Ich schlafe ein bisschen länger. Das ist zumindest heute Abend meine Herausforderung. Oder meine Planung. Ich schaue mal, wie schaut es aus mit den Spitzen? Ja? Klamotten in die Wäsche. Oh, bei mir auf alle Fälle. Zweites Tour, Press durch. Lasst uns gut werden. Einatmen und aus. Sehr schön. Gib mir mal ganz zum Abschluss. Ich werde kurz meine Pfeife anlegen. Den Kopf von rechts nach links. Morgen Abend dann wieder ein grandioses Männer-Highlight. Frankfurt in der Haus. Und weiter habe ich die Planung nicht im Kopf gefunden. Einatmen, ihr Lieben. Ausatmen. Und Hände lassen. Und nochmal Roll up nach oben. Roll down. Und dann richtet euch mit mir auf. Und dann sage ich einfach vielen, vielen Dank, dass ihr immer so toll mit uns tut, dass wir mit uns kommentieren, dass ihr leidet und dass ihr Spaß habt. Und ich bin dann jetzt mal von heute Abend raus. Schönen Abend, liebe Community. Bleibt gesund.